So, jetzt bin ich wieder zurück. Ich habe mich jetzt noch ein bisschen mit dem Spiel auseinandergesetzt und ich wollte mal gucken, ob bei anderen das, wie das bei anderen aussieht. Ich muss sagen, die Grafik sieht tatsächlich auch nicht anders aus als bei mir. Erst bei einem geguckt mit 4K, ich spiele auf 2K und bei ihm sieht es halt, wie gesagt, genauso gleich aus wie bei mir. Also, naja, ist halt... Oh, ich kann nicht schwimmen. Muss ich den Fisch mitnehmen? Nein. Aber naja, das ist halt so... Oh, hey. Das sind Ratten. Also ich gehe mal davon aus, ich finde wahrscheinlich ist aktuell am Anfang gar keine Reagenz hier. Au. 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 Alter, wie krass sind denn die Viecher? Ja gut, so schnell kann es gehen. Jetzt taktisch vorangehen. Wenn die Ratten mich schon so killen können, holy shit. Man merkt halt, das hier merkt man es extrem tatsächlich am stärksten. Oh. Oh. Holy shit. Wenn das Schiff Rüstung zahlt, verliert er durch jegliche Vorteile dieses Gegenstandes. Oh, Schlosserkunde. Okay. Probiere ich mal, dann erzähle ich mal ein bisschen weiter nach. Aufbrechen, 90%. Geöffnet. Oh, cool. Edler Eisenhammer. Sehr leicht aufbrechen. Ah. Ich habe einen Endverbrauch. Und wieder ein Eisenhammer. Spiel möchte, dass ich Hammer benutze, habe ich das Gefühl. Waffen. Ah, das braucht Stufe 2, okay. Mal gucken, wie langsam der Hammer ist. Geht eigentlich. Ich glaube, da war das Großschwert ein bisschen langsamer. Bannen. Okay, ich versuch's einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, okay, jetzt bin ich tot. das war jetzt wohl mal irgendwie ein Versuch. Ich habe aber auch das Tutorial einfach weggeklickt. Ja. Bannen. Ah. Drücke, sobald der Cursor auf einer Glyph ist und sie zu durchbrechen. Glyphen schließen sich nach einer Weile wieder. Willst du eine, schließen sich alle. Okay. Stopp, bannen. Ah, okay. Ah, okay. Okay, okay, okay. Jetzt weiß ich, wie das geht. So ungefähr. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich natürlich schneller. Nach einer Weile. Aber gut. Auf jeden Fall habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und geguckt, wie das grafisch so bei anderen ausguckt und was ich für... Und je nachdem halt, was der Unterschied so wirklich ist. Den Griff deiner Umgebungskarte zeigt dir dein Questziel an. Okay. Matze Kovac.
Und ja, bei den meisten Leuten sieht es eigentlich so aus wie bei mir. Tatsächlich. Oder eigentlich bei allen so. Weil ich habe mich tatsächlich ein bisschen von den Dinge beirren lassen. Also von den Bildern auf Steam. Aber es ist ja so kein Ding, glaube ich mal. Es sieht auf jeden Fall besser aus als das normale Game. Die Sache ist, muss ich halt auf YouTube das halt nicht auf Re-Reckoning stellen, weil es in YouTube irgendwie gar nicht Re-Reckoning gibt. Das finde ich auch interessant. Was machen diese Tuata so weit weg? Das ist halt einfach jetzt auf Kingdoms of Amalur, aber ist egal. Wieder im Titel. Noch ein Überlebender? Aber ich habe euch nie im Turm gesehen. Wart ihr einer der Assistenten des Professors bei den Projekten da unten? Ist er zusammen mit euch entkommen? Er hat sie für mich abgelenkt. Das passt zu ihm. Professor Hughes war sehr gewitzt. Will sagen, ist. Er ist sehr gewitzt. Er hat bestimmt einen Ausweg gefunden. Ganz sicher. Schicksalsweber. Oh, ihr meint Agard. Ihr besucht Hughes hin und wieder. Ich habe nie herausgefunden, warum die beiden miteinander auskommen. Denn er ist zwar freundlich, aber ein wenig seltsam. Ihr müsstet ihn in Gorhard finden. Einfach die Straße entlang, hinter den Ruinen. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Okay. Alistar. Alistar ist abgelegen genug, um nur wenige Besucher anzuziehen. Und bei unseren Forschungen bedeuten weniger Besucher auch weniger Fragen. Brillante Idee dieser Seelenquell. Holt Tote aus dem Äther, baut ihre Körper neu auf und erweckt sie wieder zum Leben. Hat er funktioniert? Zumindest sollte er das tun. Jetzt erfahren wir wohl nie, ob er funktioniert hätte. Huge. Wir wussten alle, dass Fomorus ein Genie war. Aber ich gebe zu, ich hatte meine Zweifel, ob er es schaffen würde, Tote wieder zu erwecken. Die Tuata waren anscheinend nicht sehr erfreut, dass es funktioniert hat. Okay, zuerst wissen wir nicht, ob funktioniert hat. Jetzt wissen wir, dass funktioniert, finde ich gut. Ich verstehe die Tuata einfach nicht. Ich meine, die meisten Feinde sind nicht gewalttätig. Die wilden Feinde manchmal schon, aber auch nicht mehr als normale Waldtiere. Aber die Tuata sind so eine Art Kult unter den Winterfeinden. Bevor sie in Eratel einmarschiert sind, hätte sich niemand vorstellen können, dass Feinde jemals in den Krieg ziehen würden. Okay. Wir müssten hier sicher sein. Zumindest für eine Weile. Ah. Wenn ich auf Q drücke, dann wechselt sich das auch. Claude Garn. Ich habe euch da drin kämpfen sehen. Von eurer Sorte hätten wir mehr brauchen können. Hatten sie wirklich einen Troll? Dieses riesige Felsding, ja. Ich weiß nicht, wie die Tuata uns gefunden haben, aber wenn sie einen Troll dabei hatten, war es sicher kein Zufall. Das Schicksal war gnädig und hat diesen Durchgang hinter euch einstürzen lassen. Sonst hätten sie uns weiterverfolgt. Rolle. Eigentlich sind sie eine Art von wilden Feien, die mit denen des Hofes des Sommers und des Winters verwandt sind. Sie sind schon ungebändigt gefährlich genug, aber die Tuata setzen sie auch in ihre Armee ein. Okay. Hughes ist weggelaufen, sagt ihr? Da würde ich mir keine Sorgen machen. Der alte Mann ist zäher, als er aussieht, und er hat immer einen Plan. Okay. Schicksalsweber? Pfah, Scharlatane! Hughes schwört auf sie, aber ich will verdammt sein, wenn ich meine Zukunft ein paar Karten anvertraue. Wir haben hier mit dem Bau begonnen, als in den Minen in der Nähe Prismere gefunden wurden. Aber wir hätten nie gedacht, dass wir so weit westlich Tuata zu Gesicht bekommen würden. Der Quell war fantastisch, aber es erforderte Unmengen an Prismeren, um das Ding aktiv zu halten. Deshalb haben wir es so nahe bei den Steinkerzenminen errichtet. Es wurden sogar Tunnel angelegt, um die Kristalle direkt zum Quell zu bringen. Ich habe ihnen gesagt, dass das nicht sicher ist. Damit hatte ich wohl recht. Mal wieder. Naja. Viel Glück da draußen. Guck ich mal, was die noch zu sagen haben. Mitaro sei Dank, noch ein Überlebender. Gibt es weitere? Nein, die Tür ist eingestürzt. Da war das Schicksal wohl gnädig.
Mögen jene, die im Inneren gefangen sind, in Frieden ruhen. Kann sie mich heilen? Heute sieht man nicht mehr viele Schicksalsweber. Aber sie waren sehr beliebt, als ich noch ein kleines Mädchen war. Meine Eltern haben sogar einen angestellt, der sie beraten hat, was die Erziehung von mir und meiner Schwester anging. Aber dieser Tage kann man froh sein, wenn man in einer großen Stadt auch nur einen einzigen Schicksalsweber findet. Die meisten sind vertrieben worden. Möchte, aber warum? Das hier sollte ein schöner, abgelegener Hain sein. War wohl nichts. Der Quell war ein wunderbarer Traum. Das Ende des Todes und seiner Tragödien. Er hätte jeden Krieg sinnlos gemacht. Er hätte die Welt retten können. Wir hätten wissen müssen, dass es zu schön war, um wahr zu sein. Jetzt haben unsere Freunde den Preis dafür bezahlt. Ja, das stimmt. Formorus Jus war einer der klügsten Köpfe unserer Generation. Der Seelenquell war ein Traum. Fast zu schön, um wahr zu werden. Wer weiß schon, warum die Tuata die Sterblichen hassen? Wer weiß überhaupt, warum Feinde tun, was sie tun? Alles Gute. Wir ziehen bald los. Okay. Auf jeden Fall, um wieder auf das Thema zurückzukommen, habe ich ja geguckt. Mitaro-Schein, der vorübergehenden Bonus. Unterschiedliche Bonis, okay, interessant. Auf jeden Fall habe ich so geguckt und alles war halt gleich. Und, was ist das? Das ist ein Gegner. Für mich hier nicht. In Ruhe erzählen lassen. Habe ich so das Gefühl. Das ist ein Bär? Auf jeden Fall habe ich. Oh, meine Lebensmittel regenerieren sich. Warte ich jetzt noch ein bisschen. Habe ich halt geguckt und es war halt gleich. Habe ich mir noch von GameStar ein Video angeguckt, um das genau zu vergleichen. Okay, das vorherige, das normale, hatte ein bisschen. Verwaschenere Grafik, würde ich mal so sagen. Also sie haben schon ein bisschen gepolished, vor allem man sieht es halt am Licht. Ist halt aber auch nur wirklich quasi ein bisschen gepolished. Die Grafik halt ein bisschen überarbeitet, hier und da schöner, aber es ist halt eigentlich immer noch dieselbe Grafik wie beim eigentlichen Teil. Und nichts wirklich Überragendes. Manche würden jetzt sagen, hey, warum spielst du das eigentlich? Weil viele haben, ich habe auch viel Kritik in dem Spiel gelesen. Weil viele sagen, yo, 40 Euro für das Game, dafür, dass ich das andere schon habe und so. Ich habe es auch. Ich habe das normale Game ja auch. Und, aber, die Sache ist halt die, im Gegensatz, da ist der Schrein. Kann ich den immer wieder benutzen? Nein. Jetzt kann ich ihn benutzen, cool. Aber im Gegensatz zu dem anderen ist es halt so, ich habe halt, gut, ich habe keine 40 Euro gezahlt, ich habe es mir nicht auf Steam gekauft, sondern extern, das habe ich gesehen. Kann auch sein, dass ich die Fate Edition habe, ich bin mir da nicht sicher, ich weiß nicht, ob ich das noch sehen kann im Nachhinein, nachdem ich den Key halt eingelöst habe. Und die Sache ist halt, das Game hat halt irgendwie 2 oder 3 DLCs. Die sind da halt mit drinnen. Und die DLCs hatte ich normal nicht, weil die hätte ich mir auf Origin kaufen müssen, weil ich es ja nicht auf Steam habe, sondern auf Origin. Und ist halt die Sache. Das hat mich halt mindestens nochmal 30 Euro gekostet, weil jeder DLC irgendwie 10 Euro kostet. Und ich dachte mir so, scheiß drauf, ich kaufe mir das Game halt einfach so. Und ich finde das Game halt auch richtig gut. Also es kann mir halt niemand erzählen, dass das Spiel schlecht wäre. Ich hab's halt damals schon gemacht. Au. Der Bär ist gefühlt schon wie so ein Bossgegner. Komm, Bär, greif an. Kann ich den looten? Ah, ich kann mit F einen Mana tragen. Ihr! Ich erinnere mich, seid ihr es? Wie seid ihr zurückgekommen? Wie habt ihr mich hier gefunden? Was macht ihr von hier? Wusstet ihr von dem Angriff? Nein,
Ich hatte keine Ahnung, dass so etwas passieren würde. Der Seelenquell ist mehr als das Steckenpferd eines einzelnen Gnoms. Mein Arbeitgeber bezahlt für Informationen über seine Fortschritte. Ich schicke die Berichte nur, um nebenher etwas Geld zu verdienen. Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Ach so. Bezahlt mich und lebt weiter. Wenn ich es wüsste, würde ich es euch sagen, ganz bestimmt. Forschungsergebnisse zu teilen ist eine Sache, aber akademische Sabotage ist ein Verbrechen. Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Aber was machen jetzt noch ein paar Tropfen Blut mehr an meinen Händen aus? Oh. Okay. Naja. Oh. Okay, ich kann nur die Kombi bis jetzt. Oha, der gab mir jetzt aber ganz schön viel Erfahrung. Dann würde ich ihn noch den Bär looten. Nein. Aber immerhin bald Level up. Finde ich doch gut. Kann ich auch den anderen Hammer benutzen. Jetzt wieder die Arcania-Steuerung. Man immer mit rechter Maustaste immer weggerollt. Oh hey. Autsch. Okay, die sind gar nicht mal so schwierig. Ich habe die mir jetzt echt ein bisschen stärker vorgestellt. Aber gut, der Hammer ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht auf dem Schwierigkeitsgrad. Wenn ich die halt immer damit wegbash, aber jetzt gucke ich mal schnell in die Techniken rein. Kometenschlag gedrückt halten, Erhebung. Ah ne, das ist Hammer. Minotaurus-Ansturm. Ah, okay. Wirbelwind, Obidenhänder. Okay. Für mehr Kombos muss ich dann dementsprechend da auch mehr reinskillen. Okay, das war wohl nix. Der ist zu weit weg. Oh mein Gott. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es hier gibt. Und benutze ich jetzt den Stab mal wieder. Darf ich mal gegen so einen Wolf eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn die immer so rumspringen. Unter anderem. Ich muss mal gucken, was ich so alles für Waffen benutze. Ich glaube, so ein Langschwert wäre am Anfang echt auch nicht schlecht. Weil es recht schnell. Da habe ich nichts gefunden. Er ist recht schnell. Und dementsprechend... recht wendig. Und ich kann halt damit zurückschlagen oder hochschlagen. Ist halt auch da sehr flexibel, was das angeht. Was ich auch gar nicht mal so schlecht finde. Wenn der Hammer hingegen, der Hammer haut halt einfach drauf. Der haut halt einfach rein. Der ist einfach nur voll Damage. Was ist denn hier dieser Punkt? Ah!
Grübe Scherbe, Scherbe, Birkenholz, Zepter, okay. Ich hab da vorhin doch noch so ein. War das nur ein Bogen oder war das ein. Tiefer Edler? Okay, 7. Ich war genauso gut wie. Nee, ist sogar besser. Und der hält nicht mehr so lang. Ich habe hier wenigstens noch eine Alternative, die ich ausweichen könnte. Das ist da vorne der. Ja, das ist der Guard. Ihr kommt aus dem Turm, nicht wahr? Mein Name ist Agat. Vielleicht könnt ihr einem alten Schicksalsweber ja ein wenig unter die Arme greifen, hm? Jutsch hat mich zu euch geschickt. Tatsächlich. Der arme alte Fomerus Hughes, er hat immer respektiert, wie die Welt funktioniert. Es ist wirklich traurig. Vermutlich ist er inzwischen schon tot. Oh, alle sagen, oh hey, der lebt bestimmt noch. Er sagt, der ist 100% tot. Damn boy, der ist tot. Wie denkt ihr, seid tot? Die Karten hatten mir verraten, dass der Seelenquell funktionieren würde. Aber auch, dass der Tag von Hughes Erfolg gleichzeitig der seines Todes sein würde. Er hat es ziemlich gut aufgenommen, um ehrlich zu sein, auch wenn wir anschließend einiges getrunken haben. Könnt ihr mir helfen? Ich wünschte, ich könnte es, aber die Zeiten sind hart. Ich habe selbst kaum genug, um meine Zeche zu bezahlen. Keine Sorge, ich war auch tot. Euch? Dann seid ihr es also. Aber das bedeutet, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Die Karten heute Morgen. Ich habe den Totengräber, den Fliehenden und die Bestie gezogen. Macht euch bereit. Sie kommen. Ah. Du kommst also, um zu sterben. Wie gefällt dir das? Die machen halt, im Gegensatz zu den Viechern von vorhin, machen sie halt echt wenig Schaden. Führe Spezialangriffe aus und besiege Gegner, um Fäden der Schicksalsenergie zu sammeln. Drück dich im Kopf. Ah, kommt noch mehr. Schicksalsleiste voll ist, passiert dein Schicksalssymbol. Du kannst deine Schicksalsenergie nutzen, um den Abrechnungsmodus zu beginnen. Im Abrechnungsmodus sind deine Geschwindigkeit und Angriffskraft deutlich erhöht. Bleib aktiv, bis deine Schicksalsleiste leer ist oder du einen Gegner per Schicksalsbrecher erledigst. Halte X gedrückt, um die Macht des Schicksalsmodus zu nutzen und den Abrechnungsmodus zu aktivieren. Den Dreck, Staubling. Ja, oder man stirbt, weil das Tutorial einen sich nicht bewegen lässt. Das finde ich auch gut, wenn man mitten in den Gegnern steht. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich einfach abgehauen. Ja, jetzt muss ich nochmal kämpfen. Kann ich das überspringen? Ja. Mein Name ist Agat. Das ist wirklich traurig. Er hat es ziemlich gut aufgenommen. Ich wünschte, ich könnte es, aber die Zeiten sind hart. Ich hab euch die Macht. Also, ich sollte jetzt nicht zu weit nach vorne gehen. Nicht, dass mir dasselbe nochmal passiert. Weil die einen haben halt jetzt schon, also die haben jetzt schon viel Schaden gemacht. Schurke. Wenn Gegner im Abrechnungsmodus besiegst, beginnen ihre Schicksale sich aufzulösen.
Ah. Bewege dich nah an einen Gegner heran, dessen Schicksal sich auflöst, und drücke I, um einen Schicksalsbrecher auszulösen oder auszuführen. Du brauchst dabei deine verbleibende Schicksalsenergie, um alle Gegner, deren Schicksale sich auflösen, zu vernichten, und erhältst Erfahrung. Cool. Jetzt brauche ich was zu trinken. Nachdem er das gesehen hat, holy shit. Boy. Damn, boy. Was seid ihr? Die Fäden des Schicksals. Ich sehe sie ja nicht zum ersten Mal. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand sie derart beeinflusst. Ihr habt gerade einfach den Ablauf der Welt verändert. Wie habt ihr das gemacht? Keine Ahnung, ich habe es einfach getan. Ihr habt es einfach... Das Schicksal ist der Wille der Götter. Kein Sterblicher sollte in der Lage sein, es zu verändern. Wie ist das überhaupt möglich? Kommt her. Ich werde euer Schicksal lesen. Ihr mögt vielleicht fähig sein, die Fäden zu verändern, aber das Schicksal wird dennoch Pläne mit euch haben. Und falls ich euren Tod sehe, verspreche ich euch, nichts davon zu erzählen. Okay. Seht ihr immer den Tod voraus? Es ist eine Gabe. Manche Leute malen Landschaften, andere schreiben Gedichte. Und ich blicke eben in das Gewebe des Schicksals und sehe Leute sterben. Daumen schickte Hughes für mich. Das nehme ich an. Er war zwar ein Wissenschaftler, aber er hatte den nötigen Respekt vor den Plänen des Schicksals. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gnomen. Na schön, zeig mir mein Schicksal. Ihr seid nervös. Entspannt euch. Wir Schicksalsweber machen so etwas häufiger. Ich werde sehen können, welchen Platz ihr im Muster des Schicksals einnehmt. Wer ihr seid, was ihr getan habt, wohin euch euer Weg führen wird. Oder zumindest sollte ich es sehen. Ihr seid doch real, oder? Ich schwöre, so betrunken bin ich nicht. Ihr seht mein Schicksal nicht in real. Ihr seid doch betrunken. Ja, das bin ich. Aber ich habe trotzdem noch nie jemanden getroffen, dessen Schicksal einfach nicht da war. Nicht mal, wenn ich so betrunken wie der König der Balladen war. Das ergibt keinen Sinn. Alle sterblichen Wesen haben einen Platz im Muster. Und auch ihr solltet einen haben, ob ihr nun tot seid oder nicht. Wenn es wahr ist, und damit sage ich nicht, dass ich das glaube, dann könnt ihr euren Weg selbst bestimmen. Cool. Freigeschaltete Schicksale, Schicksalsloser. Henker. Schicksal nun ungeschrieben. Okay. Nahkampfschaden. Schadenresistenz beim Ausweichen durch Bohrungsschaden. Meisten Krieger in Amalos, bevor unsere Geschöpfe Angriffe aus sicherer Entfernung. 50% Nahkampfschaden, 20% Blockeffizienz, Akolyt. Ah, okay. Dann brauche ich dann mehr Soldaten. Das ist dann mehr Macht, Kraft, Güter. Kampfmarke, kurze Paragon, Champion. Die macht auf die Nässe Zauber. Holy shit. Das ist so diese Siebner Klasse. Ja, Siebner Klasse, was sag ich denn? Diese Allround-Dreier-Klasse. In diesem Schicksal bist du ein echt Alleskönner. Nachfahrender magischer Kampf, du hast so gut wie immer eine passende Antwort parat. Nützliche Gegenstände für Magier, Krieger und Schurken verwenden. Mindestanforderung, minus 25%, Virtuose. Cool. Plus 1 auf alle Talente. Oh, so nice. Champion, als Champion verfügst du über das Zerstörungspotenzial des wahrhaftigen Racheengels. Blinzeln. Verladung. Chance beim Kill Elementargeschosse zu schaffen. Oh, cool. Aragorn. Kreuzritter. Die Raffinesse Kraft.
Kriegsherr. Sind da wenige Kriegsherren. Todeskampf, automatische Wiederbelebung mit 20% Leben, das Leben und ab, bis ein Gegner getötet wird. Cool. Auf Betäubung. Betäubungsdauer, Block und Nahkampf. Okay. Ja gut, dann muss ich noch gucken, auf was ich mich so festlege. Ich nehme jetzt aktuell erstmal Zenker, weil das passt mir, glaube ich, mal am ehesten. Bestätigen. Was habt ihr gesehen? Ich kann die Fäden sehen, die euch umgeben, aber sie verändern sich. Und zwar so schnell, dass ich aus ihnen einfach nicht schlau werde. Normalerweise würden die Fäden meine Hand zu den Karten führen. Und sie würden es mir ermöglichen, euer Muster im Gewebe zu deuten. Aber das ist nicht geschehen. Sie wollten sich einfach nicht ausrichten. Also stimmt entweder mit mir etwas nicht, was nicht der Fall ist, oder mit euch stimmt irgendetwas ganz und gar nicht. Seid nicht besonders gut darin. Es ist die Wahrheit, verdammt! Oder zumindest denke ich das. Die Welt verändert sich. Ihr müsst ein Zeichen dieser Veränderung sein. Oder vielleicht auch ihre Ursache. Ich hatte noch nie einen Grund, an meinen Deutungen zu zweifeln. Aber wir sollten uns mit Aden beraten. Er ist zwar kein Freund, hat aber ein gutes Auge für das Gewebe. Wir treffen uns bei seiner Hütte östlich von hier. Ich sehe noch nach, ob ich den Verletzten im Turm vielleicht irgendwie helfen kann. Okay. Stimmt mein Schicksal genau nicht. Genau das ist die Frage, Kleiner. Ich weiß nicht, Kleiner. Ob er überhaupt eines besitzt. Aber deshalb besuchen wir ja auch Aden. Er lebt in einer kleinen Hütte im Osten, in Jolvan. Wir treffen uns dort. Okay. Einst war ich Agard, der Unbeugsame, die Klinge von Avgrun. Ich habe die Kolossuspriesterin niedergerungen und die Ritterschaft ausgeschlagen, die mir der Hochkönig der Feien anbot. Ich war ein Held der Menschen, doch das genügte mir nicht. Ich schloss mich den Schicksalswebern an, um einen Weg zu finden, die Vorsehung selbst zu bezwingen. Ich musste allerdings erkennen, dass sie das Einzige war, was ich nicht bekämpfen konnte. Okay. Ihr findet Ardens kleine Karte mitten in Jolvan. Er musste dorthin ziehen, nachdem er aus dem Dorf gejagt wurde. Er ist ein verdammt guter Schicksalsweber. Aber man macht sich dadurch nicht unbedingt beliebt. Vor allem nicht in dunklen Zeiten wie diesen. Okay, da haben sie die Mundbewegungen vergessen. Deus war schon immer ein seltsamer Kerl. Natürlich war er ebenso neugierig und entschlossen wie alle anderen seines Volkes auch. Er konnte ununterbrochen über seine Arbeit reden. Aber er wusste auch immer, was wirklich wichtig ist. Er hatte keine Angst vor dem Tod, solange er sich nur sicher sein konnte, dass der Quell funktioniert. Wir alle sind Fäden im Gewebe des Schicksals. Abgemessen, eingewoben und zurechtgeschnitten, um in einen Gesamtentwurf zu passen. Die Aufgabe der Schicksalsweber ist es, diese Fäden zu deuten. Unser Titel war immer eine grausame Lüge. Denn wir haben keinerlei Kontrolle darüber, welche Form das Gewebe annimmt. Ihr jedoch schon. Und wenn ein Schicksalsweber euren Platz im Gewebe betrachtet, dann sieht er nur die Umrisse dessen, wozu euch eure Entscheidungen machen könnten. Ich finde seine Kragen auch interessant. Die Schicksalsweber waren einst ein bedeutender, geeinter Orden aus Weisen sämtlicher sterblicher Völker. Wir haben die Schicksale von Königen und Göttern vorhergesagt. Doch diese Macht hat einen Preis. Niemand mag schlechte Neuigkeiten, aber leider bleiben sie in einer Welt, die immer unsicherer wird, nicht aus. Also hat sich der Orden schon vor langer Zeit zersplittert. Jetzt sind die alten Traditionen nahezu verloren. Und alles, was ich noch vorhersage, ist das Schicksal meines Bieres. Und ich sehe voraus, dass es bald leer sein wird. Wow. Die Tuatha sind anders als alle Feen, die ich je kennengelernt habe. Sie sind grausam, blutrünstig und wild. Sie sind im Grunde wie Menschen. Ach, okay. Was könnte das alles nur bedeuten? Ja, das frage ich mich auch. Und das Fragezeichen über deinem Kopf vielleicht auch.